Um diese Wärmebrücke über dem Fenster zu beseitigen, ist eine Rollladenkastendämmung unerlässlich. Das Problem? Der erhebliche Energieverlust durch den ungedämmten Rollladenkasten führt unter anderem zum Auskühlen des Bauteils, damit zur Kondenswasserbildung und in der Folge sogar zur Schimmelbildung. Das DIHA-Dämmsystem Combiflex ZK macht Schluss damit. Es spart Energie, vermeidet Schimmelschäden und reduziert deutlich den Schalleintritt. Combiflex ZK setzt sich aus einer extrem flexiblen Polyethylen-Schaumstoffmatte der Wärmeleitgruppe 034 und einer Verschlussdeckeldämmung zusammen. Dadurch ist das System hoch wärmedämmend, passt für jede Kastenform und ist auch extrem wasserabweisend. Je nach Platz im Rollladenkasten wählen Sie die passende Dämmstärke. Messen Sie zuerst die Seitenteile mit einer Pappschablone aus, schneiden Sie sie zu und kleben Sie sie ein. Messen Sie dann die Tiefe des Rollladenkastens bis zur Vorderkante des Fensterrahmens, schneiden Sie die Verschlussdeckeldämmung zu und kleben Sie diese ein. Danach prüfen Sie, wie viel Abwicklung Sie bei der Dämmung benötigen und schneiden das Material entsprechend zu. Beginnen Sie hierbei mit dem linken und rechten Anfangsstück. Der Einbau erfolgt je nach baulicher Gegebenheit zwei- oder dreiteilig. Am besten beginnen Sie mit einem schmalen Teil auf der Seite des Gurts. Markieren Sie den Gurtverlauf an der entsprechenden Dämmmatte und sparen Sie die Isolierung an dieser Stelle aus. Im oberen Bereich wird die Matte verklebt. Unten wird sie in die Nut des Verschlussdeckels eingesteckt. Dann wird das fehlende Passstück ausgemessen und winkelig zugeschnitten. Das erledigen Sie am besten mit einem Anschlagwinkel. Verkleben Sie das fertige Passstück oben mit Montagekleber. Bei Bedarf kann Combiflex ZK zur Revision ausgehängt und nach oben gebogen werden. Anschließend setzen Sie den Verschlussdeckel einfach wieder auf. Combiflex ZK senkt die Energiekosten, beseitigt das Risiko der Schimmelbildung und steigert das Wohlfühlklima.